Es ist ganz einfach so, dass es Bilder nur noch wenig gibt. Also wenn man hier so rausschaut, das ist ja alles zugebaut, da sind fast nicht mehr Bilder möglich. Man muss also wie ein Archäologe mit dem Spaten graben. Und man muss eben schauen, dass man aus dieser beleidigten Landschaft heraus noch irgendetwas finden kann. Sehr oft natürlich ist es verbunden mit Risiken. Und die würde ich also nie scheuen. Und ich sehe eben, es sind so wenige Leute heute auf der Welt, die sich wirklich etwas trauen würden für die Not, die wir haben, nämlich zu wenig adäquate Bilder zu haben. Wir brauchen ganz unbedingt Bilder, die mit unserem Zivilisationsstand und mit unserem Inneren allertiefsten übereinstimmen. Und da muss man eben dann notfalls auch mitten in den Krieg hineingehen oder wo auch immer es notwendig sein sollte. Und ich würde mich nie beklagen, dass es zum Beispiel manchmal schwierig ist, dass man, sagen wir mal, 8000 Meter hoch auf einen Berg steigen muss, um noch Bilder zu bekommen, die rein und klar und durchsichtig sind. Hier geht kaum mehr was. Man muss also richtig suchen. Ich würde auch auf dem Mars fliegen oder auf dem Saturn mit der nächsten Rakete, wo ich einsteigen könnte. Es gibt zum Beispiel ein Programm von der NASA mit diesem Skylab-Raumshuttle, wo man also Biologen vielleicht mal mitnimmt und Leute, die neue technische Verfahren im Weltraum ausprobieren. Ich würde gerne mit einer Kamera dabei sein. Und zwar, weil es nicht mehr leicht ist, hier auf dieser Erde das zu finden, was die Durchsichtigkeit von Bildern ausmacht. Das, was mal gewesen ist. Und ich würde überall hingehen.